Wir schauen uns heute an, was beim Skoda Octavia passiert ist zwischen dem ersten, dem Urmodell und dem aktuellen. Mit dabei mein Kollege Markus. Ich schaue mir dabei gerne das aktuelle Modell an und du, Lars, nimm ruhig den alten. Mit der alte meint Markus den Octavia vom Typ U1. Er ist das erste Modell, das Skoda nach der Übernahme durch Volkswagen produzierte und basiert auf dem Golf 4. Den Skoda Octavia gibt es bereits seit 1997, seit 1998 als Kombi. Ganz wichtig, im Jahr 2000 gab es ein umfassendes Facelift und das bedeutet, dass unser Octavia, den wir aktuell fahren, zwar ein Octavia 1 ist, aber nicht mehr ganz in der Urversion. Unser alter Octavia hat einen 1,6 Liter Benziner an Bord mit 75 kW, also rund 100 PS und ist damit ja vernünftig ausgerüstet. Zusammen mit dem Fünfganggetriebe ist er absolut fahrbar, aber auch hier gilt, Sportlichkeit ist anders und mit heutigen Sechsgang- oder sogar Doppelkupplungsgetrieben bin ich natürlich viel flotter unterwegs. Die Verarbeitung des Octavia war auch damals schon auf einem vernünftigen Standard, wobei Standard das Wort ist, hier gab es keine Extras, nichts besonders Schönes. Unser Facelift zeigt so das erste Mal einen Hauch von ein bisschen Luxus, von ein bisschen Charme, aber der Ur-Octavia, das war ein reines Arbeitstier und das sieht man auch im Innenraum. Wer sich für ein älteres Auto entscheidet, wie zum Beispiel den Octavia 1, sollte sich darüber im Klaren sein, viele dieser Fahrzeuge besitzen keine grüne Plakette, das heißt A, keine Steuerersparnis und B, keine Chance in der Großstadt zu fahren. Aber über Land macht's einen Riesenspaß. Gebraucht gibt es den Octavia der ersten Generation ab rund 1000 Euro. Je nach Zustand kann der Preis jedoch auch einige 1000 Euro höher liegen. Seit damals ist viel passiert. Der aktuelle Octavia, den es seit 2013 gibt, ist bereits die dritte Generation des Skoda-Verkaufsschlagers. Im Vergleich zum Octavia erster Generation merkt man beim Fahrgefühl sofort die völlig andere Motorcharakteristik. Durch die modernen TSI-Motoren aus dem VW-Konzern ist man wesentlich spritziger unterwegs und nicht mehr so träge und ist dabei auch noch sparsamer. Auch beim Thema Fahrwerk wurde wohl über die letzten Jahre fleißig weiterentwickelt, denn der neue Octavia liegt wesentlich satter auf der Straße, das Fahrwerk ist straffer und dynamischer und trotzdem federt er weicher über Bodenwellen hinweg. Wenn man sich vom alten Octavia in das aktuelle Modell hier reinsetzt, dann hat man erstmal das Gefühl, die beiden haben ja gar nichts gemeinsam. Und damit meine ich nicht nur den logischerweise technologischen Fortschritt über die Jahre, sondern auch, dass man merkt, dass damals mehr das Augenmerk darauf gelegt wurde, dass man ein praktisches Auto hat, was die notwendigsten Features an Bord hat. Heutzutage haben wir hier volle Hütte in Sachen Infotainment, wir haben jegliche Assistenzsysteme an Bord und auch die Materialien sind besser ausgewählt und liebevoller verarbeitet. Im Gegensatz zu seinem Urahn ist der aktuelle Octavia nicht mehr nur praktisch. In seiner Klasse ist er führend. Er vereint erstklassige Verarbeitung mit viel Platz und modernsten Technologien. Und das zu einem noch immer guten Preis. Auch wenn so viele Jahre zwischen unseren beiden Fahrzeugen liegen, sieht man dennoch sofort die Verwandtschaft. Es ist ganz klar, es handelt sich hier um ein Skoda Octavia. Beide aus dem gleichen Stall, ähnliche Proportionen und ähnliche Linien. In den Grundzügen ist er natürlich erkennbar, ein Skoda Octavia. Meiner Meinung nach hat sich dennoch einiges getan. Er ist wesentlich agiler, viele scharfe Kanten, auch das LED-Tagfahrlicht trägt natürlich zum modernen Design bei. Außerdem wird der gesamte Kühlergrill von der Optik und Form her verändert und nicht mal mehr das Skoda-Emblem ist dasselbe. Beim Ur-Octavia stand ganz klar im Vordergrund, viel Auto für wenig Geld. Praktisch musste er sein und das war er. Viel mehr gab es jedoch nicht. Auch beim aktuellen Modell bleibt in Sachen Praktikabilität nichts auf der Strecke. Und obendrein bekommt man noch eine ordentliche Portion Komfort und eine schöne Optik. Der Octavia hat seine Wurzeln nicht verloren. Dennoch hat er sich gewandelt vom praktischen Sparmobil zu einem Fahrzeug, das mit Modellen deutscher Premium-Hersteller verglichen wird. Ob neu oder alt, die Entscheidung bleibt wohl dem persönlichen Geschmack und natürlich dem Geldbeutel geschuldet.